Herzlich willkommen zurück bei Resident. Herzlich willkommen zurück bei Resident Evil Village mit mir, eurem Dio. Und wir machen auch direkt weiter und ziehen den Karren aus dem Dreck. Hier, Escape. Ja, Wagenheber. Geister. Warte, sollte jetzt drunter durch? Wer kommt denn auf so eine Idee? Anstatt dass er drüber klettert, ist er da drunter. Oh, Ethan. Oh, du bist. Oh. Da sitzt einer. Ethan, wie kommt man auf solche Ideen? Junge! Guck mal hier. Ob ich ihn nicht sehen würde. Ja, was? Was? Boah, der ist zäh. Aber tot. Okay. Weiter geht's. Komm, hier liegt doch hoffentlich irgendwas rum. Hier, der hat Nahrungsvorräte drauf. Also normale Nahrung, nicht dieses Zeug. Nicht diese Menschenreste und Tierreste, die diese Viecher fressen. Ach, das waren zwei. Das waren zwei von diesen Monstern. Und hier sitzt auch noch ein drittes. Ja, da oben hockt er. Komm runter, du Larry. Komm. Nö. Wir haben noch zwei Magazine für die Schrotflinte. Die werden wir vermutlich alle brauchen. Friedhof, Werkstatt, Zeremonienplatz. Hm. Hallo. Eine Rohrbombe. Hm, schön. Sprengstoff. Okay. Da geht's weiter und... von der anderen Seite verschlossen. Hätte ich mir auch fast schon gedacht. Stopp! Ausrüstung. Was ist denn mit dir? Junge, was ist denn mit ihm? Perfekter Kristallschädel. Schmeckt. Was ist denn mit ihm auf einmal los? Er dreht ja komplett durch. Er hat den Sprengstoff einfach weggesteckt, als wäre es nix. Eine kleine Rohrbombe zum Frühstück. Lecker Schmecker. Okay, gut. Nichts, nichts, nichts. Was ist das, ein trauriger Keks? Habe ich den traurigen... Ja, ich habe den traurigen Keks. Hey. Schmiedeeiserne Schlüssel. Habe ich versehentlich geschossen. Wieder der Fettfinger. Geld. Brunnenkurbel. Ah ja, sehr schön.
Jetzt kann ich die ganzen Runen verwenden. Na, hallo? In irgendeinem Scheißhaus hockt irgendwann irgendeiner drin. Ein Dietrich. Hervorragend. Pistolenmunition. Bleib liegen. Madalina-Körper. Oh, ich habe einen Kopf und ich habe einen Körper. Kombiniere, kombiniere. Da ist etwas im Busch. Sehr geehrte Besucher, aufgrund der langen Abwesenheit des Sehr geehrte Besucher, aufgrund der langen Abwesenheit des Geigenbauers habe ich seinen Schlüssel in Verwahrung genommen. Wer ihn braucht, möge sich bitte bei mir melden. Grüße, Josef Simon, Gärtner des Hauses Beneviento. Kurva. Das heißt, ich muss mich bei dem Gärtner des Hauses melden. Das heißt, wieder zurück. Shit. Das ist wahrscheinlich der Mann mit dem roten Kamin. Oder? Da lang. Oh. Ja. Wäre zu schön gewesen. Nee, wieder zurück. Wirklich wieder zurück? Ja, wir gehen nochmal zurück. So, denn wir haben hier vorne einen Brunnen. Diesen möchte ich verwenden. Mit der Brunnenkurbel. Ein Eimer mit einem Dietrich. Hervorragend. So, hier ist die Tür leider zu. Schmutz. Wir hatten aber hier irgendwo noch einen Brunnen, da gehen wir jetzt hin. Okay, geradeaus. Nee, geht nicht. Hier rechts. Geht auch nicht. Do not enter. Halt die Fresse. Ja, hier kommen auch nicht zurück. Hier lang, genau. Hier durch dieses Haus. Und dann, meine Orientierung ist halt eine Totalkatastrophe, ne? Ich sag halt, wie es ist. Jetzt da lang und dann haben wir hier einen Brunnen. Aber es funktioniert. Hallo? Geschnitzter Tierkopf. So, wir haben doch ja.
Sehr schön. Roter Schornstein. Wer hätte es gedacht? Okay, der Gärtner von dem anderen. Woher soll ich wissen, wer da geht? Ah, wir gehen erstmal da rein. Geradeaus in dieses Haus. Da gab es noch was. Ist das das hier? Jawohl, das ist es. Hüpfen wir erstmal da rein und... Hallo. Öffnen. Die Truhe oder die Schublade. Hier. Mit Hilfe des Dietrichs. Oh, Shotgun Shells. Mm, ja, bitte, mehr davon. Gut. Also rein theopraktisch. Müsste ich jetzt zurück zum Händler? Schmiedeeiserner Schlüssel. Da gehen wir jetzt hin. Müsste ich jetzt zurück zum Händler, wie gesagt, und dort eine Pistole verkaufen. Oh. Kann ich die abknallen? Ja, ich kann die abknallen. Nice. Ja. Was? Waren wir hier schon drin? Eine Aufzeichnung von Dorf infiltrieren. Waren wir hier schon drin? Begegnung mit mehreren Biowaffen. Hinweis auf EW gefunden. Aufenthalt von RW unbekannt. Basis in Kirche eingerichtet. War das schon? Ist das neu? Für mich ist das nämlich neu. Wollte aber da hoch. Ah, noch ein Brunnen. Hallo, du Brunnen. Offenbare dich mir. Ah, Brunnenkurbel. Lohnt sich. Zwei Fassungen. Eine Halskette mit zwei Fassungen. Nice. Schmiedeeiserner Schlüssel. Abfahrt. Hallo. Geflügel. Hm. Lecker. Hervorragend. Gibt es hier noch... Ah, ja. Schlitz. Gibt es bestimmt noch ganz viel anderen Stuff. Von einer Seite versperrt. Es ist in Ordnung. Gar kein Problem. Wir finden einen Weg. So. Damit hätten wir alles, was ganz wichtig ist, abgegrast. Steinerner Protest. Zugbrücke.
Oh, die Zugbrücke können wir bestimmt runterlassen. Hier hinten haben wir noch einen Brunnen. Das machen wir als allererstes. Schuppidupp. Blalala, dupidu. Wir gehen jetzt alle Brunnen ab und suchen uns unser Zeug zusammen. Öffne das Inventar, um Munition herzustellen. Das können wir machen. Das müssen wir aber nicht zwingend. Also jetzt momentan brauchen wir das nicht. Natürlich falsch gelaufen, ne? Hier lang? Nice. Eigentlich da hoch, aber da ist der Weg versperrt. Brachliegender Acker. Na gut. Dann gehen wir halt den kirchlichen Weg. Ha! Den Weg durch die Kirche. Hier durch. Hier vorne auf den Acker. Ja, an den Acker kann ich mich aber noch erinnern. Ja, die wollen Stress. Bleib tot. Oh mein Gott. Ah. Ganz einfach. So, ich wollte aber eigentlich nur zum Brunnen. Hinterm Haus, da steht ein Brunnen. Da ist er. Oh, das ist so eine richtig fette Sau. Durch das Haus. Stich dich ab. Schlitz, Schlitz! Kann ich die Sau überhaupt töten? Einen Schuss kriegst du. Oh, ja, man kann die Sau töten. Kann die nicht verwendet werden? Wollte gerade sagen. Oh, drei Rohrbomben. Oh ja, das hat sich sehr gelohnt. Und jetzt schauen wir noch mal. Es geht da lang. Unvollendeter Kelch. Hoppla. Wo ist der Typ, der Gärtner des Typs? Oder hat das einfach nur im Garten und ich beim Gärtner versteckt? Und ich habe das einfach nur falsch gelesen. Das könnte ja natürlich auch sein. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Was ist hier? Ja.
Da dann, genau. Iu. Nein, da wollte man nicht lang. Ich wollte wieder um dieses Gebäude rum. Hallo? Ich habe verlaufen. Nein, hab ich nicht. Es geht da lang. Da drunter durch. Höp, 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 höp. Nice. So, da haben wir nichts. Da lang. Was geht denn? Dann geht das hier lang. Hausbesitzer vermisst. Bis auf weiteres keinen Zutritt. Waren wir hier vorhin? Ah ja, hier waren wir vorhin. Wir schauen uns trotzdem nochmal um. So, aufgrund der langen Abwesenheit habe ich seinen Schlüssel in Verwahrung genommen. Gärtner des Hauses. Josef Simon. Ah, hier geht's hoch. Unlucky. Ah, sehr unlucky. Ja, hier geht's rein. Okay. Hallo. Ganz viele Hühnchen. Als allererstes machen wir hier den Dachs auf. So, und wer sich da drin befindet, das sehen wir dann gleich im nächsten Part wieder. Sehen wir gleich im nächsten Part, wenn es wieder heißt Resident Evil Village mit Dio Dice. Bis dahin, halt die Ohren steif. Bis gleich. Ciao, euer Dio.